Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Tolle Wolle und herzlich willkommen mal wieder zu einer super süßen Musteranleitung. Ein bisschen Granny-Style gemischt mit Lochmuster diesmal. Wir haben die Stäbchen als Dreierpäckchen natürlich dabei. Wir haben hier super schöne große Öffnungen. Ich habe das Ganze wieder in der schönen Farbverlaufswolle gehäkelt. Die stelle ich euch natürlich gleich nochmal genauer vor mit der 6er-Nadel. Super einfach, richtig schönes, einfaches Sommermuster. Wie es genau geht, zeige ich euch natürlich jetzt. Ganz, ganz viel Spaß dabei. So ihr Lieben, ich zeige euch dieses süße Muster mit dem Rivet-Nyan hier. Habe ich bei Action gekauft vor ein paar Wochen. 60% Acryl, 40% Polyester, 150 Gramm auf 240 Meter. Eigentlich für 4,5er Nadeln. Ich häkel das Ganze gerne ein bisschen größer mit meiner 6er Nadel. Und mit der geht es jetzt tatsächlich auch schon los. Wir haben hier so einen Farbverlaufsgarn, eben einen Regenbogenverlauf, aber tatsächlich ohne Gelb. Wir haben hier einen Übergang von Grün zu Orange drin und ich bin gerade hier bei diesem lila Ton das Ganze immer umwickelt mit Weiß. So, ich starte mit einem Vielfachen von 5 für meine Basis. Das werden bei mir 15 Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dann nehme ich noch insgesamt 4 weitere Maschen für den Rand dabei. 1, 2, 3, 4. Also ihr könnt das Ganze verlängern, ihr könnt es verkürzen, eben immer um 5. Aber die 4 Maschen für den Rand kommen halt immer noch mal zusätzlich dazu. Dann lasse ich die ersten 5 Maschen auch tatsächlich schon wieder aus. 3 für die Höhe, 2 für den Abstand und fange dann an, Stäbchen zu häkeln. Dafür steche ich ein, nehme vorher einen Umschlag, durch 2 durch und nochmal durch 2 durch und das Ganze nochmal. Insgesamt häkle ich jetzt in die eine Masche hier 3 Stäbchen hinein. Die habe ich jetzt gehäkelt. 3 Stäbchen sind hier. Dann hole ich erstmal ein bisschen Wolle nach. Ihr seht, der Faden wird schon deutlich dunkler, also ein sehr schöner Farbverlauf drin. Dann nehme ich 2 Luftmaschen und häkle ein weiteres Stäbchen hier unten in die gleiche Einstichstelle. Dann lasse ich insgesamt 4 Maschen hier unten aus. 1, 2, 3, 4. Und da seht ihr auch, warum ich eine 5er-Struktur habe. Es wird immer in jede 5. Masche tatsächlich gehäkelt. Und häkel wieder genau das, was ich gerade auch gehäkelt habe. 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein weiteres Stäbchen. Also so eine 3, 2, 1-Struktur. Und dann lasse ich wieder 4 Luftmaschen aus. Dann kann sich das auch gut merken, 4 auslassen. Und dann wird das wieder gehäkelt. 3 Stäbchen. Ups. So, 3 Stäbchen. 2 Luftmaschen und ein Stäbchen. 3, dann 2. Und dann das Stäbchen. Und dann habe ich noch 3 Maschen übrig. 2 davon lasse ich aus und in die letzte davon häkle ich nochmal ein Stäbchen. Und das habe ich dann auf der 5er-Basis gehäkelt. Hier immer 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 1 Stäbchen, 4 Luftmaschen auslassen und das Ganze wiederholen. Und hier außen eben insgesamt 5 Maschen ausgelassen. Hier eben die 3 für die Höhe, 2 für den Abstand und das entsprechend auf der anderen Seite auch. Hier auch 2 für den Abstand, 1, ein Stäbchen dann entspricht 3 Luftmaschen für die Höhe. Und dann geht es weiter mit der nächsten Reihe. Ich starte mit 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Das Ganze einmal drehen. Und jetzt häkle ich immer um diese beiden Luftmaschen herum, die ich gelassen habe. Super simpel. Und häkel dort genau das, was ich eben immer in eine Luftmasche hineingehäkelt habe. 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein weiteres Stäbchen. Die 2 Luftmaschen sind natürlich immer schon der Abstand bzw. der Raum, den ich dann lasse.
um in der nächsten Reihe herum zu häkeln. Also das habe ich jetzt hier gehäkelt. Ihr seht, das ist dann immer so versetzt. Hier habe ich das Päckchen liegen, hier das einzelne Stäbchen und hier dann genau immer einmal gespiegelt. Hier das Päckchen, diesmal auf der rechten Seite und hier links dann das Stäbchen. Das wechselt pro Reihe dann immer, weil man die Arbeit hier immer dreht. Hier geht es dann weiter. Stäbchen, Stäbchen, drittes Stäbchen, 1, 2 Luftmaschen und ein einzelnes Stäbchen. Hier geht es dann weiter herum. Stäbchen, 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 Luftmasche, Luftmasche und ein weiteres Stäbchen. Hier wieder 1, 2, 3 Einstichstellen für die nächste Reihe. Man sieht jetzt auch wirklich schon sehr, sehr schön eben die Farbänderung. Und es kommt jetzt her noch ein weiteres Stäbchen für den Rand hier um die Luftmaschenkette herum. Und ich bin dann auch mit dieser Reihe fertig. Ich zeige euch die nächste Reihe auch noch einmal. Dafür starte ich wieder mit 3 Luftmaschen. Hole mir ein bisschen Faden nach und häkel dann hier wieder um die 2 Luftmaschen herum. Und zwar starte ich mit 3 Stäbchen, dann 2 Luftmaschen und ein weiteres Stäbchen und hier dann wieder Stäbchen, 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 Luftmasche, Luftmasche und ein weiteres Stäbchen. Seht ihr hier, habe ich jetzt wieder genau auf der Seite, wie ich es in der ersten Reihe hatte. Und weiter geht's hier. Stäbchen, 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 Luftmasche, Luftmasche und nochmal ein weiteres Stäbchen. Dann kommt hier noch das Randstäbchen um die Luftmaschenkette herum und ich bin auch mit dieser Reihe fertig. Ihr seht jetzt wirklich ein sehr schönes Lochmuster, eben sehr ebenmäßig. Wir haben hier immer diesen Wechsel drin und trotzdem überhaupt nicht langweilig. Die Farben kommen hier dann auch nochmal schön zur Geltung. Ich mag das immer sehr gerne, wenn es eben so ein bisschen durch die Reihen sich durchzieht mit den Farbwechseln. Ich werde es jetzt nochmal ein bisschen weiter häkeln und euch dann gleich nochmal ein Update geben, wie es dann nochmal, ich sag mal so mit 3, 4 weiteren Reihen aussieht. Und hier habe ich jetzt das Update für euch. Ihr seht, wie sich das Ganze wirklich super schön ebenmäßig entwickelt. Man hat hier immer so diese kleine Abwechslung drin, schlängelt sich hier so hoch, wo eben die Dreierpäckchen liegen, wo das einzelne Stäbchen liegt. Man hat eben diese schönen Öffnungen drin, das Ganze eben ganz luftig leicht. Und ich hoffe natürlich, euch hat die Anleitung wieder gefallen und Spaß gemacht. Wirklich eine schöne Sommeranleitung, ein schönes Sommerlochmuster. Wenn es euch gefallen und Spaß gemacht hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Tolle Wolle. Bis dann. Tschüss. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Tolle Wolle und herzlich willkommen mal wieder zu einer richtig, richtig süßen Musteranleitung. Ich zeige euch heute eine Variante des Muschelstichs, gehäkelt um Luftmaschenketten zwischen Faust. Das Ganze super locker mit richtig, richtig großen Löchern drin. Also ein super schönes Lochmuster auch und eben mit diesen hübschen Bögen drin. Ich habe das hier einmal in Farbverlaufswolle gehäkelt, die ich euch gleich nochmal genauer vorstelle. Und ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei der Anleitung. So ihr Lieben, ich zeige euch diese super süße Anleitung mit dem Twist. Strickgarn hier von Teddy, 50 Gramm, 55 Meter für 1,55 Euro, eigentlich für 4,5er Nadeln. Ich häkel das Ganze aber mal wieder mit meiner 6er Nadel hier. Funktioniert für mich bei dieser Wolle einfach super, super gut. Wir haben hier 100% Polyacryl. Die Wolle gibt es in verschiedenen Farbvarianten. Ich habe hier eine mit Grau und Orange-Rot-Gelb-Tönen. Dann das Grau geht von einem sehr hellen Ton bis zu einem fast Schwarz rüber. Der Faden ist so aufgebaut, dass es eben durchgehend gefärbt ist. Also es sind keine Änderungen tatsächlich in der Wolle drin, also dass der Faden getauscht wird und geknotet ist, sondern es ist wirklich gefärbte Wolle. Und wir haben hier so einen kleinen schwarzen Beilauffaden dabei. Ich starte mit einer Luftmaschenkette und zwar schlage ich dafür ein Vielfaches von 7 an.
So, los geht's. Ich schlage dabei erstmal 21 Maschen an. 1, 2, 3, 4, 4, oh, so, 4, das wird die fünfte. Da habe ich gerade durch den Faden durchgestochen. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. So, das wird meine Basis. Das könnt ihr jeweils um 7 vergrößern oder verkleinern. Aber das Wichtige ist, es ist immer ein Vielfaches von 7. Dann kommen tatsächlich nochmal 5 Luftmaschen dazu und ich bin dann bei 26. Die sind allerdings schon hier für die Höhe und das tatsächliche Muster. Die kommen einfach immer nochmal dabei. 1, 2, 3, 4, 5. So, 3 davon sind für die Höhe und 2 sind hier, nee, eine ist schon 4 für oben den Abstand und in die fünfte hier steche ich als allererstes ein. So. Also, ich lasse 1, 2, 3, 4 davon komplett aus und in die fünfte wird eingestochen. Dort häkle ich ein Stäbchen hinein und habe dann hier oben schon mal diese Drehung drin. Dann kommen tatsächlich Luftmaschen direkt und ich häkle 4 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4. 4 Luftmaschen gehäkelt und ich lasse jetzt unten wieder Maschen aus. Und zwar lasse ich unten 6 Luftmaschen aus. Einmal 3 und nochmal 3 und häkle in die siebte Masche hinein. Und dort häkle ich ein Stäbchen hinein, dann 1, 2, 3 Luftmaschen. Ich habe gerade eine 4er Luftmaschenkette gehabt, jetzt häkle ich die 3er Luftmaschenkette. Die wechseln sich in diesen Reihen ab und häkle in die gleiche Luftmasche unten noch ein weiteres Stäbchen hinein. Also ich habe jetzt hier ein V gemacht, allerdings mit 3 Luftmaschen dazwischen. So, und dann lasse ich die nächsten 6 Luftmaschen schon wieder aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6 auslassen und hier in die siebte Masche wieder häkeln. Vorher nehme ich aber wieder meine 4er Luftmaschenkette. 1, 2, 3, 4. Dann wieder zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das Zählen ist tatsächlich nur in der ersten Reihe. Das wird gleich deutlich weniger. Keine Sorge. Und ich häkel wieder mein V mit 3 Luftmaschen dazwischen. Und außen um die 3 Luftmaschen kommen 2 Stäbchen. So, das habe ich bisher. Hier die Luftmaschenketten, die 4er, unten die 6 ausgelassenen und dann habe ich hier jeweils die Vs mit den 3 Luftmaschen dazwischen. So, dann habe ich noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Luftmaschen übrig, genauso wie es sein soll. 6 davon lasse ich wieder aus und in die allerletzte Luftmasche häkle ich noch ein weiteres V. 3, 4, hier einmal rüber, hier kommt das V hinein, wieder die Luftmaschen, 1, 2, 3 und ich häkel wieder mein zweites Stäbchen und bin dann mit dieser Reihe fertig. Weiter geht's mit der nächsten Reihe und jetzt kommen auch wirklich die Muscheln dazu. Ich starte mit einer 3er Luftmaschenkette. Und häkel dann hier außen herum 4 Stäbchen. 1, 2, 3, 4. So, das habe ich jetzt hier einfach um die kleine Luftmaschenkette zwischen den beiden Stäbchen herum gehäkelt. Dann häkle ich hier ganz basic eine feste Masche um die 4er Luftmaschenkette herum und mache dann direkt hier in dem nächsten Abschnitt weiter und häkle dort wieder 5 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5. So. Auch gehäkelt. Ihr seht hier jeweils diese Bögen. Die Bögen werden eben um die 3 Luftmaschen hier zwischen den beiden Stäbchen gehäkelt. Dann hier wieder ganz basic eine feste Masche um die Luftmaschenkette. Und hier geht es dann weiter.
mit den Stäbchen, wieder 5 Stück. Um jeweils 3 Luftmaschen werden 5 Stäbchen gehäkelt. 3, nochmal zählen, 1, 2, 3 habe ich, 4 und Nummer 5. So, 3-mal habe ich das gemacht. Hier habe ich wieder die Luftmaschenkette liegen, die 4er. Da herum wieder eine feste Masche häkeln und dann kommen hier außen wieder 5 Stäbchen hinein um die Luftmaschenkette. 3, 4 und Nummer 5. Erledigt. Ihr seht jetzt hier die Reihe, die ich gehäkelt habe. Mit den Außenbereichen auch und hier eben in den auch 2 Bögen. Und weiter geht's jetzt mit der nächsten Reihe. Ich starte wieder mit 4 Luftmaschen, drehe das Ganze einmal um und häkel hier außen direkt ein weiteres Stäbchen dazu. Da habe ich dann meinen ersten Bogen fertig. Dann kommt wieder die 4er Luftmaschenkette. 1, 2, 3, 4. Die geht dann hier einmal drüber und ich häkel hier in die zentrale in das zentrale Stäbchen. Also hier mittig hinein, hier ist die Masche davon, kann man auch von oben drauf schauen und dann zählen. 1, 2, 3, 4, 5. In die dritte Masche häkel ich ein neues V hinein, damit die Muscheln dann auch wirklich schön übereinander liegen. Und dort wieder 3 Luftmaschen zwischen die beiden Stäbchen. Ihr seht, das liegt hier jetzt genau aufeinander. Und hier am Rand kommt dann natürlich auch noch der nächste Bogen dazu. Ein bisschen Wolle nachholen. Dann kommen wieder 4 Luftmaschen. Hier wechseln sich jetzt wieder die 3er und 4er Luftmaschenketten ab. Und die 2 Stäbchen. Also jede Zahl ist eigentlich so einmal in diesem Muster enthalten. Wir haben die 1er festen Maschen, die gehäkelt werden, hier um die 4er Luftmaschenketten. Wir haben die 2 Stäbchen bei dem V, wir haben die 3 Luftmaschen zwischen den beiden Stäbchen, wir haben die 4er Luftmaschenketten und wir haben die 5 Stäbchen, die eben um die 3er Luftmaschenketten gehäkelt werden. Also alles einmal enthalten. So, dann geht es hier weiter mit 4 Luftmaschen. Und dann häkle ich hier noch ein weiteres V drauf. So. Eins, zwei, drei. Ja, ich glaube, da habe ich mich einmal mit der Masche vertan. Ich habe mich auf mein Gefühl verlassen. So, also, da gehe ich weiter nach außen und zähle hier einmal 1, 2, 3. Das kommt tatsächlich hier hin. Umschlag, da war ich eine Masche zu früh. 1, 2, 3 und dann hier wieder einstechen und habe dann hier die Basis gelegt für die nächsten Muscheln, die ich dann wieder einsteche und hier herumhäkle, also diese 5er-Bögen. Und damit mache ich jetzt weiter. Das zeige ich euch auch noch einmal, diese Reihe. Ich starte wieder mit 1, 2, 3 Luftmaschen, drehe das Ganze um, häkel um diesen Bogen dann direkt 5 Stäbchen. 2, 3 und 4. Und noch eine 5. dabei. Dann kommt hier ganz basic eine einzelne feste Masche drumherum. Dann komme ich hier wieder in die V-Bereiche, wo ich eben die 5er Luftmaschen, nicht die 5er Luftmaschen, ich will immer 5er Luftmaschenketten sagen, die 5 Stäbchen drumherum häkle natürlich. 4 und Nummer 5, wo dann hier ganz zentral in diese Masche gleich in der nächsten Reihe wieder das V gehäkelt wird. Hier kommt eine feste Masche drumherum und dann bin ich wieder beim V, dort wieder 5 Stäbchen, 2 habe ich schon, 3, 4 und Nummer 5.
Dann habe ich hier wieder die Vierer Luftmaschenkette. Und ich komme dann hier wieder in den Außenbereich. Dort häkle ich um die Luftmaschenkette auch wieder 5 Stäbchen. Da fehlte gerade ein Umschlag. Und dann hier 5 Stäbchen. 1, 2, 3, 4 und Nummer 5. So langsam ändert sich auch die Farbe ein bisschen. Ihr seht hier noch einmal wirklich jetzt sehr, sehr schön das Muster. So langsam geht es zum Orange rüber. Ich häkel das jetzt noch mal ein paar Reihen weiter und zeige euch dann noch mal die Veränderung. Und hier habe ich jetzt das Update für euch. Ihr seht jetzt wirklich über die nächsten 2 Reihen nochmal die ganz deutlichen Farbveränderungen in der Wolle von Reihe zu Reihe. Wir haben hier den Übergang zum Gelb, dann hier den Übergang zum Orange. Vom Orange geht es dann gleich zum Weiß rüber, also super interessant. Ich habe das hier einmal mit 2 unterschiedlichen Randmustern gemacht, mit Randmöglichkeiten. Hier einmal direkt auch in den Bogen zentral eingestochen für das Ende der Reihe. Und hier habe ich dann die Reihe nochmal neu begonnen an dieser Seite, eben mit ganz außen mit der kleinen Luftmaschenkette. Also da kann man verschiedene Varianten machen. Zentral sieht das Ganze dann immer so aus, dass in die mittlere Masche, also in die fünfte, in das fünfte Stäbchen, das neue V gehäkelt wird und man das Ganze dann eben sehr schön übereinander liegend hat. Am Rand, wie gesagt, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder hat man hier nochmal diese kleinen Wellen drin oder man hat eben eine gerade Kante und das Ganze dann hier so ein bisschen schräger laufen. Also da kann man eben so ein bisschen variieren. Und ich hoffe natürlich, euch hat das Ganze wieder gefallen und Spaß gemacht. Wenn so ist, Daumen nach oben da lassen, abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Tolle Wolle. Bis dann. Tschüss. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Tolle Wolle und herzlich willkommen mal wieder zu einer super süßen Musteranleitung. Ich zeige euch heute eine Variation aus Granny-Maschen, also 3er Stäbchenpäckchen, und das Ganze kombiniert mit Luftmaschenbögen. Dadurch haben wir hier so ein leichtes Lochmuster, super süß, super locker, richtig schön für das Frühjahr und den kommenden Sommer. Und ja, welche Wolle, welche Nadel ich dafür benutzt habe, zeige ich euch natürlich jetzt. Ganz, ganz viel Spaß dabei. Ich zeige euch diese Anleitung mit einem kleinen Wollrest hier. Die Wolle ist tatsächlich von Teddy und ich häkel die ganz gerne mit meiner 6er Nadel. Wir haben hier so einen Verlauf von Lila, Rosa drin, so ein bisschen Aprikot auch. Sehr, sehr hübsch. Und ich schlage für das Muster erstmal ein Vielfaches von 3 an. Das werden bei mir erstmal 12 Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, das habe ich jetzt schon mal für meine Breite. Ich nehme noch ein bisschen Wolle. Und dann schlage ich nochmal 4 zusätzliche Maschen für die Höhe an. 1, 2, 3, 4, alle da. Und gehe jetzt hier in die 5. Masche, die ich jetzt hier mit meinem Daumen und Mittelfinger schon festgehalten habe, hin zurück. Und häkel dort ein erstes Stäbchen hinein. Direkt in die gleiche Masche ein zweites Stäbchen und Stäbchen Nummer 3. So, dann habe ich hier meine Stäbchen schon mal gehäkelt, 3 Stück. Dann lasse ich 2 Maschen aus und häkel wieder 3 Stäbchen. 1, 2 und Nummer 3. Ein bisschen Wolle nachholen und wieder 2 Maschen auslassen, wieder 3 Stäbchen häkeln. 1, 2 und ups. So, da soll ein drittes Stäbchen hin. Hier kommt das dritte Stäbchen. Drittes Stäbchen. So. Ihr seht, ich häkle immer diese Dreierpäckchen mit 2 Luftmaschen dazwischen. So, dann nochmal 2 auslassen. Und das Ganze nochmal häkeln. Ich habe dann noch genau 2 Maschen übrig, genauso soll es sein. Und
Und dann kommt hier nach einer ausgelassenen Masche noch ein Stäbchen in die letzte Masche hinein. Damit habe ich hier am Anfang eine 4er Luftmaschenkette, also die Höhe von einem Stäbchen und eine zusätzliche Masche. Hier unten habe ich dann auch eine Masche ausgelassen und ein weiteres Stäbchen. Dann geht es weiter mit der zweiten Reihe. Die wird anders gehäkelt. Dafür nehme ich erstmal eine Luftmasche, häkel dann eine feste Masche direkt hier zwischen Stäbchen und das Dreierpäckchen. Einfach drumherum häkeln. Und dann mache ich einen 5er Luftmaschenbogen. 1, 2, 3, 4, 5. Der überspannt dieses Dreierpäckchen. Dann kommt hier zwischen die beiden Päckchen der Vorreihe eine feste Masche. Damit befestige ich die Luftmaschenkette wieder und schlage die nächste Luftmaschenkette an. Wieder 5 Luftmaschen häkeln und das Ganze wieder befestigen. Dann wieder 5 Luftmaschen. 3 habe ich schon. 4, 5. Und befestigen. Ihr seht, diese Bögen überspannen das jetzt. Und so langsam wird die Wolle auch immer heller. 1, 2, 3, 4, 5. Und hier hinten befestigen mit der festen Masche. Dann bin ich mit dieser Reihe fertig und ihr seht jetzt hier diese Bögen liegen. Und die häkle ich jetzt wieder ab und zwar mit den Päckchen, die ich auch in der ersten Reihe gemacht habe. Zeige ich euch jetzt. Drei Luftmaschen für die Höhe häkeln, das Ganze einmal drehen. Und dann steche ich hier ganz locker einfach drumherum und häkle immer Dreierpäckchen um diese Bögen herum. Erstes Dreierpäckchen, dann kommt hier der zweite Bogen und das zweite Dreierpäckchen. Das seht ihr hier. Dann wieder hier herumstechen und das nächste Dreierpäckchen häkeln. Nur 3, nicht 4 oder 5 Maschen, sondern tatsächlich um jede dieser 5er Luftmaschenketten kommen 3 weitere Stäbchen. Und dann bin ich hier tatsächlich auch schon fertig. Es fehlt noch das Randstäbchen, das häkle ich jetzt noch. Das hatte ich ja hier in der ersten Reihe auch und hier mit der Luftmaschenkette auf der Startseite. Also häkle ich hier außen noch ein weiteres Stäbchen hin und bin dann fertig mit dieser Reihe. Ihr seht jetzt hier auch sehr schön die Bögen, die spannen sich so ein bisschen hoch. Sieht sehr nett aus, so ein kleines Lochmuster. Und es geht jetzt wieder los mit den Luftmaschenketten. Dafür starte ich mit einer Luftmasche, drehe das Ganze um und starte direkt hier außen mit der festen Masche. Dann kommen die 5er-Bögen, 1, 2, 3, 4, 5. Hier einmal befestigen und wieder 1, 2, 3, 4, 5 und hier wieder befestigen. 1, 2, 3, 4, 5, hier wieder befestigen und hier wieder 1, 2, 3, 4, 5 und hier außen wieder befestigen. Die Reihe lässt sich noch mal deutlich schneller häkeln als die andere, wo dann deutlich mehr Stäbchen gehäkelt werden. Und es geht jetzt wieder weiter mit der Stäbchenreihe. Dafür wieder 3 Luftmaschen für die Höhe nehmen und ich häkel hier wieder die Stäbchen drumherum. 1, 2, 3 und das häkel ich jetzt einmal komplett noch mal rüber. Mal gucken, wie lange mein kleiner Wollrest hier noch reicht. Ich häkel das einfach mal mit euch zusammen, bis tatsächlich die Wolle zu Ende ist und dann ist dieses arme kleine Knäuel tatsächlich komplett leer. Ich mag diese Wollreste immer super, super gerne. Besonders in diesen hübschen Farbverläufen, wo man dann, wenn ich dann solche Muster zeige, wirklich sehr, sehr schön die verschiedenen Reihen erkennen kann. So, 3 und da ist Nummer 3. Dann hier außen natürlich nicht das Stäbchen vergessen und damit ist diese Reihe dann auch komplett. Ich mache jetzt noch mal den Anfang auf jeden Fall der Reihe mit den festen Maschen.
1, 2, 3, 4, 5. Hier einmal rüber. Feste Masche. 1, 2, 3, 4, 5. Hier einmal rüber. Feste Masche. 1, 2, 3, 4, 5. Die feste Masche. Und dann bin ich gleich auch schon am Ende angekommen. 1, 2, 3, 4, 5. Die feste Masche hier außen häkeln. Und damit habe ich das hier dann einmal über. Wenn man die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Reihen habe ich gehäkelt. Immer im abwechselnd in dem Muster eben. Super, super niedlich. Und ich ziehe es hier oben jetzt einmal groß raus. Also man sieht jetzt wirklich sehr, sehr schön die verschiedenen Reihen. Dadurch, dass immer die Stäbchen drum gehäkelt werden, spannen sich die Bögen immer noch ein bisschen mehr. Also hier oben liegen sie momentan noch relativ flach. Hier kommt dann deutlich mehr Spannung rein. Und es ist wirklich ein schönes, einfach und auch sehr, sehr schnell gemachtes Lochmuster für das Frühjahr, für den Sommer. Und ich hoffe, euch hat das Ganze wieder gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, Daumen nach oben da lassen, abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Tolle Wolle. Bis dann, tschüss! Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Tolle Wolle und herzlich willkommen mal wieder zu einem richtig süßen Muster. Ich zeige euch ein ganz tolles Netzlochmuster, hier aus 5er Luftmaschenketten gehäkelt und tatsächlich nicht als Dreieck, das hatte ich glaube ich schon öfter gezeigt, sondern diesmal in Reihen gehäkelt tatsächlich mit unterschiedlichen Randmaschen. Wir haben hier einmal Stäbchen und feste Maschen auf dieser Seite, dann haben wir hier 5er Luftmaschenketten auf der anderen und wir haben hier nochmal eine extra Abschlussreihe, die ich euch auch noch mal zeige, damit das Ganze wirklich auch einen schönen geraden Abschluss hat und nicht eben in weiteren Wellen endet. Und wie es funktioniert, seht ihr natürlich jetzt. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. So ihr Lieben, los geht's mit dem Twiststrickgarn hier von Teddy. 50 Gramm, 55 Meter Lauflänge für 1,55. Ich habe hier noch so einen kleinen Rest in einer anderen Farbkombi. Den werde ich tatsächlich zum Zeigen dieses süßen Musters benutzen. Eigentlich für 4,5er Nadeln. Ich häkel das Ganze gerne größer und habe hier tatsächlich meine 6er Nadel. Das Ganze ist 100% Polyester und wir haben hier immer den Hauptfaden, der seine Farbe so ein bisschen durchwechselt und drumherum ist eben so ein kleiner schwarzer Beilauffaden getwistet, der dem Ganzen nochmal so zusätzliche Struktur gibt. So, ihr könnt das Muster häkeln auf einer Basis tatsächlich von immer 3 Luftmaschen, also ihr könnt ein Vielfaches von 3 dafür anschlagen. Ich schlage als erstes einmal 12 Maschen an. Dafür den Faden erstmal auf die Nadel nehmen und los geht's mit den Luftmaschen. 2 habe ich schon. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Luftmaschen habe ich hier, das wird dann meine Breite. Und ich nehme nochmal 2 Luftmaschen dazu. 1, 2. Die zweite, die ich gehäkelt habe, lasse ich tatsächlich aus und in die erste hier, also 1, 2, in diese hier häkle ich direkt eine feste Masche hinein. So, das habe ich erledigt. Dann nehme ich Luftmaschen und zwar 5 Stück. 1, 2, 3, 4 und Nummer 5. Und lasse dann hier unten Maschen aus und zwar 2. 5 Maschen hier im Bogen und 1, 2 lasse ich unten aus. Dann gehe ich hier wieder in meine gehäkelte Luftmaschenkette hinein und häkel eine feste Masche. Erledigt. Ihr seht jetzt hier diesen 5er Bogen, der eben hier unten diese 2 Luftmaschen überspannt. Weiter geht's wieder mit 1, 2, 3, 4, 5 Luftmaschen und hier unten 2 auslassen, in die dritte hineingehen und eine feste Masche häkeln. Zweiten Bogen fertig. Jetzt kommt der dritte Bogen. 1, 2, 3, 4, 5. Hier 2 auslassen, hier hineingehen und eine feste Masche häkeln. Und ich sollte jetzt noch genau 3 Luftmaschen übrig haben. 2 zum Auslassen und 1 zum Reinhäkeln und genau das kommt hin. Ich wollte gerade sagen, oh nein, ich habe 1 zu viel, aber es kommt ganz genau hin, so wie es sein sollte. Und 1, 2, 3, 4, 5 Luftmaschen. Hier habe ich noch die 3 liegen, 2 lasse ich aus,
In die letzte gehe ich hinein und häkel eine feste Masche. So, ihr seht jetzt hier die Bögen liegen. 4 Stück. Ich habe das Vielfache von 3, das Vierfache von 3, genau 12 genommen. Kommt genau hin und genau so soll es auch aussehen. Weiter geht's. Ich häkel nun 5 Luftmaschen. 4, 5. Drehe das Ganze einmal um. Und häkel jetzt in den ersten Bogen, den ich hier jetzt liegen habe. Das ist tatsächlich der letzte Bogen, den ich eben in der letzten Reihe gehäkelt habe. Hinein, hier einfach drumherum stechen, eine feste Masche drumherum häkeln. Und dann über die unterschiedlichen Bögen, die immer nacheinander kommen, immer 5 Luftmaschen häkeln. Die überspannen die dann jeweils, seht ihr hier. Hier habe ich die feste Masche der Vorreihe liegen. Der Bogen liegt dort einmal drüber. Weiter geht's. 1, 2, 3, 4, 5. Bisschen Wolle nach abrollen. Hier wieder. 1, 2, 3, 4, 5. Hier wieder den Bogen rüber. Und das habe ich jetzt 3-mal gemacht, beziehungsweise hier am Rand auch schon. Jetzt kommt nämlich der Rand auf der gegenüberliegenden Seite. Ich häkel jetzt 2 feste Maschen, 2 Luftmaschen und häkel hier tatsächlich in die feste Masche, die ich ganz am Anfang gehäkelt habe, hier hinein ein Stäbchen. Also ich häkel keine festen Maschen, ich häkel Luftmaschen. So, und dieses Stäbchen mit den 2 zusätzlichen Luftmaschen entspricht eben den 5 Luftmaschen von der Höhe, die ich am Anfang gehäkelt habe. Also hier haben wir an den Seiten immer 3 für die Höhe. Hier das Stäbchen mit der Höhe von 3 Luftmaschen und hier eben die 3 Luftmaschen und hier eben die 2 Luftmaschen. Das kann man so unterteilen, was ich hier am Anfang gehäkelt habe. 3 plus 2, die Höhe und dann hier schon mal seitlich der Abstand. So, und weiter geht's dann mit der nächsten Reihe. Ich nehme jetzt eine Luftmasche, drehe das Ganze um und häkel hier in die Masche des Stäbchens, das ich gehäkelt habe, eine feste Masche hinein. Ganz genauso, wie ich es hier am Anfang auch gemacht habe. Eine Luftmasche, eine feste Masche. Es ändert sich auch langsam die Farbe so ein bisschen. Und es geht wieder weiter mit den Luftmaschenketten. Es werden wieder 5er gehäkelt, 4, 5, hier einmal rüber. Und eine feste Masche, 1, 2, 3, 4, 5. Eine feste Masche drumherum, 1, 2, 3, 4, 5 Luftmaschen. Die feste Masche drumherum, 1, 2, 3, 4, 5. Und hier die feste Masche. Und dann bin ich hier auch schon wieder fertig an der Seite. Dann geht es weiter mit der nächsten Reihe und es geht wieder los mit 3, 4, 5 Luftmaschen. Hier dann wieder den Bogen häkeln und einmal eine feste Masche. Hier diese 5 Luftmaschen sind wieder 3 für die Höhe, 2 für den Abstand, also diese 5er-Struktur wieder. Allerdings anders als bei den eigentlichen Bögen habe ich sie hier natürlich die Seite. 3 für die Höhe, 2 für den Abstand. Und weiter geht's. 3, 4, 5. Hier einmal rüber. Und 1, 2, 3, 4, 5. Hier wieder rüber. Ihr seht, die Wolle wird auch langsam wirklich deutlich heller. 3, 4, 5. Hier einmal wieder rüber. Hier habe ich jetzt wieder die feste Masche liegen, die ich hier am Rand gehäkelt habe. Und hier habe ich auch die Seite mit den Stäbchen tatsächlich. Das heißt, ich häkel hier nur 2 Luftmaschen und häkel dann ein Stäbchen auf die feste Masche drauf. So, dann hier ein bisschen zurechtschieben. Die festen Maschen sind ja tatsächlich drumherum gehäkelt und nicht eingestochen. Deswegen sind die ganzen Maschen relativ flexibel. Und es geht dann wieder weiter mit der einen Luftmasche, das alles einmal drehen, hier eine feste Masche hineinhäkeln, habe ich hier wieder die andere Randstruktur. Es gibt 2 ja, unterschiedliche Ränder, die eine Seite eben mit den 5er Luftmaschenketten und diese hier eben im Wechsel mit den Stäbchen und den Luftmaschen und festen Maschen. Und nach der festen Masche kommt dann wieder der nächste Bogen.
Und es geht wieder los mit 3, 4, 5 Maschen. Und hier einer festen Masche drumherum. So, hier seht ihr dann wieder den Bogenanfang mit der festen Masche an der Seite. Ich häkel das jetzt noch mal ein bisschen weiter und zeige euch gleich, wie man das Ganze abschließt und dann tatsächlich das oben noch mal ein bisschen enger zusammenhäkelt. Hier bin ich jetzt wieder und ich bin jetzt tatsächlich auf der Seite momentan, wo ich die Stäbchen und die festen Maschen an den Rändern habe. Hier habe ich die entgegengesetzte Seite einmal mit den 5er Luftmaschenketten und man sieht jetzt tatsächlich auch super schön die Farbänderungen drin. Wir haben hier das dunkle Lila, dann das hellere Lila, das das hellere Lila, das Rosa und dann haben wir hier so einen Aprikoton. Und es geht jetzt hier in der nächsten Reihe weiter und da ändert sich das Muster dann ein bisschen. Und ich mache dann jetzt auch die Abschlussreihe. Ihr seht, ich habe nur noch ein bisschen Wolle übrig. Also wirklich noch eine schöne Größe, eine schöne Länge gewesen, um das Ganze zu demonstrieren. So, ich habe das Stäbchen gehäkelt. Ich nehme wieder eine Luftmasche, drehe alles um und häkel jetzt eine feste Masche. Ganz genauso, wie ich es bei den anderen Reihen auch gemacht hätte und oder habe. Und bei den anderen Reihen würde ich jetzt tatsächlich hier einen 5er Bogen von der Seite zum nächsten Bogen machen. Den mache ich jetzt nicht. Ich nehme jetzt zwei Luftmaschen und gehe dann direkt hier rüber. Das entspricht jetzt nämlich dem, was ich hier unten auch habe. Ich habe ja hier immer die festen Maschen mit zwei ausgelassenen Luftmaschen dazwischen und das häkle ich jetzt auch ab als Abschlussreihe. Zwei Luftmaschen wieder nehmen und das hier war tatsächlich eine Kettenmasche, glaube ich, keine feste Masche. Ja, also eine feste Masche hier herum häkeln. Und dann zwei Luftmaschen. Hier wieder eine feste Masche, wieder zwei Luftmaschen. Hier dann wieder eine feste Masche, wieder zwei Luftmaschen. Und dann hier zum Abschluss nochmal eine feste Masche. So, was hat das jetzt bewirkt? Diese Reihe hier oben ist jetzt deutlich schmaler wieder geworden als der Rest, den ich so dazwischen hatte. Hier, die Bögen haben natürlich eine größere Breite als die einzelnen Luftmaschen, die ich hier gehäkelt habe. Hier sind ja immer die Bögen und das war ja gerade auch noch so ein bisschen weiter ausgeblättert, so ausgefaltet. Und durch diese Verkürzung hier ist es jetzt wieder so schmaler zusammengezogen und ich habe wirklich einen richtig schönen, engen Abschluss auch. So, ich kürze, eigentlich brauche ich es gar nicht mehr kürzen, ich kann das auch so einmal rausziehen. Wird jetzt hier groß gezogen, die Schlinge. Und dann hier tatsächlich oben einmal raus. So, geschafft, anziehen noch ein bisschen. Und dann ist dieses süße gehäkelte Muster auch fertig. Ich hoffe, euch hat das Ganze wieder gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, Daumen nach oben da lassen, abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Tolle Wolle. Bis dann, tschüss.